So, mein Lieben, auf geht's mit dem KV1S. Zurzeit der meistgewünschte Tank bei mir. Nach dem Jagdtiger immer noch. Jagdtiger wird irgendwie am meisten noch gewünscht und dann halt ein paar Premium-Tanks noch und der KV1S zurzeit am meisten. So, spiele denn auf der Siegfriedlinie gegen KV1S im Doppelpaar KV2 und der Cheeto. Die Gegner eine 6er, eine 5er, eine 4er Arti. Wir haben eine 6er, 3 4er. Okay. So, ich fahre mitten in die Stadt, mache ein Gemetzel. Gell, KV1S. Fällt mir ziemlich gut eigentlich, der Panzer. Es gibt eigentlich fast jeder KV ist geil. Vorzeigetanks von World of Tanks. Komm aber nicht an meinen E75 ran. Der Spielspaß vom E75 ist unerreicht. Für mich mal. So, hoffentlich kommt da noch ein bisschen was mit mir. Na? Na, komm. Was? Mehr Schuss, das ist geil. Ja, der hat jetzt nachgeladen. Vielleicht kommt er noch. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. So. Fahren wir mal rüber. Sehr schön. Jetzt Concentration. Oh, schön, Hummel. Schön weggebrietzelt. Okay. Haben wir sie ja schon. Kommt, Jungs, wir machen mal hin, alles kaputt. Ich liebe den Panzer, der ist so geil zu spielen, so einfach auch zu spielen. Oh, bei denen sind 2 KV. Oh, das ist natürlich scheiße. Das kenne ich. Das kenne ich zu gut, mein Freund. Krieg ich hier noch einen? Der ging voll durch ihre Panzerung.
Komm, dann schieß weg. Ne, der wird jetzt weggeschossen. Krieg ich nämlich. Oder? Weiß doch noch. Gegnerisches Fahrzeug ausgeschaltet. Doch noch, Grit. Ja. KV1S. Einfach ein geiles Teil, ey. Schön. Schnelle Runde irgendwie. War jetzt nicht so... Was war denn das da? Wollt ihr mir an den Arsch schießen? So, Überlegenheitsabzeichen. 2. Klasse. Das habe ich aber schon gemeistert, das Ding. 1479 Schaden. 4 Kills. 857 Erfahrung. 6 Schuss, 6 Wirkungstreffer. Schaden abgewehrt, 700. Jo, und deswegen hier im KV1S mal noch schön... 33.600 Credits mit Premium-Account und ohne Premium-Account 22.200 Credits. Also ich finde, mit dem kann man echt gut auch noch farmen. Wenn man ein bisschen Credits farmen will, falls man kein Premium-Tank hat, kann ich den echt nur empfehlen. Der Tank sollte auch in wirklich jeder Garage stehen. Eine zusammengewürfelte Mannschaft zwar drin, die ich irgendwann mal auf deine Panzer draufgezimmert habe, aber ansonsten kann ich echt das Ding nur empfehlen. Der macht richtig Bock. Ist schnell, eine richtig geile Gun drauf, ne? Die 122 mm. Und ja, ich habe zurzeit nur der Ansetzer drauf. Ich würde aber höchstwahrscheinlich eine Lüftung wahrscheinlich noch drauf machen. Und ja, ich denke mal, eine schnellere Zielerfassung weiß ich nicht. Ich denke aber schon, dass er ein bisschen schneller visiert, wenn man stehen bleibt und einzoomt, weil das dauert doch schon ein bisschen, bis der Ganze vorangeht. Und er lädt ja schon ein bisschen länger nach und dann, falls man nachgeladen hat und kommt aus der Fahrt heraus, will schießen, dann dauert das immer ein bisschen, bis der eingezoomt hat. Deswegen finde ich der verbesserte Waffenrichtantrieb gar nicht so verkehrt bei dem Teil. Okay, so, dann noch den nächsten Tank, den ich noch ein bisschen schneller weiterspielen möchte, da der Nachfolger mich interessiert. Hier ist es die Lorraine 40T und danach kommt der Badget. Tier 10, Medium Tank, ist Medium. So, wir spielen im Polargebiet natürlich gegen ein paar Zehner. IS-7 im Doppelpack, T-57 Heavy und E-50M. Keine Arti. Oh, ich weiß überhaupt nicht, was ich mit dem Auto lauter, wie ich denn da hier... Ich fahre einfach klar, ich mal mit. Ich probiere mal zu überleben. Gut, aber da hier keiner hier. Fahre ich einfach mal mit. Guck mal, was machen die dann da? Was ist dann bei denen da gerade Phase? Bisschen aufklären. Immer schön die Rummel zu den Gegnerhalle. Boah, ich freue mich, wie ich bei der IS-7 da durchrumsen soll. Ja, IS-8, das da war natürlich von dir eine Meisterleistung, ne? So, jetzt lasse ich die da erstmal da hin. Ach du Scheiße, ey. Ach du Scheiße. Fängt schon wieder gut an. Man, da wird kein Ei. Oh, der Fahrer müsste ich mal reparieren. IS-8 habe ich auch noch in Geburtskrit, ey. Das ist ja schön. Das ist ja richtig schön.
Hier gehen sie überall kaputt. Ey, was ist denn das doch heute wieder für ein Scheißdach, hä? Mal zurück, dass ich da ein bisschen ballern kann gleich. Jetzt schlagen wir gerade noch. Heute, ey, ganze Spiele heute waren echt nochmal richtig spaßig. Komme ich eh nicht durch den Helm. Scheiße. Kommt da noch was? Da ist noch zwei kassiert, der da. Schießt er mir aufs Geschütz, der Arsch. Wir haben sie. Ich schalte jetzt nur noch einen Schuss aus. Oder sagen wir mal einen halben Kratzer. Hier ist jetzt aufpassen, ne? TN-70, das ist ein richtiger Nervbock, ey. Gut runtergeschossen. Muss erst mal nachladen. Ja! Erwischt! Da hätte ich nicht gedacht, dass mir das doch gewinne, ey. Oha!
Hoffentlich überlebe ich das doch noch, ey. Der T69 ist gefährlich. Shit, ey! Da wollte ich aber jetzt zu viel. Ich hätte müssen warten. Zwei Waffenträger, seht ihr in der Mitte von der Karte, die sind unterwegs. Ich hätte das schon gemacht hier. Aber nee, man will, der Autoleuter will mal spielen und will ein bisschen Löcher reißen und dann ist scheiße. Schönes Ding. War mal eine interessante Runde. Ich hatte die ganze Zeit echt so beschissene Runden. Nee, da waren wir echt wieder gut. Ich hätte echt gedacht, dass die uns da wegrompen. Dass die uns da wegrotzen. Oh, ich dachte, das Besseren belehrt. So. Was haben wir dann noch hier? Panzerbrecher, 80% Trefferdings. 770 Erfahrung ist jetzt natürlich jetzt nicht der Oberknaller, aber für das bisschen ist eigentlich gar nicht so schlecht. 1792 Schaden, 2 Abschüsse. Schaden ermöglicht noch knapp über 1000. Oh, da sieht man es mit Premium-Account, habe ich in dieser Runde rausbekommen, 13.200 Credits und ohne Premium-Account ein Minus von knapp 660 Credits. Minus. Knappes Minus. Okay. Was fehlt mir dann hier noch? Ach Gott, ich gucke gar nicht. Brauchen wir gar nicht zu gucken.